Okay, willkommen zurück bei uns im DMEXCO TV, jetzt im Studio nochmal auf Deutsch. Mit einem ganz besonderen Gast, Dr. Michael Trautmann. Er ist Founder und Member, Board Member, Executive Board Member bei THJNK und natürlich kein unbekannter Mann in der Advertising-Szene in Deutschland, aber auch international. Ich freue mich ganz besonders, dass Sie hier sind. Wir haben hier ganz viele Digitalmenschen und, sagen wir mal, Techies, die uns Einblick gewähren. Aber ich finde es immer spannend, auch nochmal Fragen zu stellen an die Menschen, die auf der Kreativseite arbeiten. Denn Ad-Technology alleine, glaube ich, reicht nicht. Und da würde ich gerne auch gleich einsteigen. Müssen Agenturen denn heute anders denken und handeln als zum Beispiel zu Zeiten von Springer Jacobi? Wir sind natürlich so wie damals immer noch auf der Suche nach der Big Idea für eine Marke. Wir versuchen zu verstehen, warum es diese Marke gibt, was diese Marke aussagen will und versuchen im Grundsatz etwas Ähnliches zu machen wie auch schon vor 20 Jahren. Trotzdem hat sich alles dramatisch geändert. Wir haben Kunden, die heute immer weniger ein Commitment mit Agenturen eingeben wollen. Die Vertragslaufzeiten werden kürzer, die Umfänge werden kleiner. Gleichzeitig steigen die Erwartungen an die Agenturen immens. Wir haben heute anders als vor 20 Jahren vielleicht 200 Berufsbilder. Früher gab es vielleicht 30 verschiedene. Eine Kanalexplosion, ein Verbraucher, der nicht einfach mehr sich alles verkaufen lässt, sondern der viel kritischer geworden ist, viel mehr Interaktion sucht. Das heißt, das Berufsbild hat sich komplett weiterentwickelt. Im Kern ähnlich, aber in der täglichen Arbeit dramatisch vielfältiger. Hat sich oder musste sich die Kreation auch verändern? Kreation musste sich verändern. Also früher hat man Pitches gewonnen, wenn man die tolle TV-Idee hatte, eine schöne Anzeige dazu und bups, hat man dann Mercedes-Etat. Das geht heute nicht mehr. Kreation muss sich viel, viel mehr mit Technologie beschäftigen. Wir haben heute das Berufsbild des Creative Technologist, also so Menschen, die an der Schnittstelle zwischen Technologie und Kreation sind. Wir suchen immer nach herausragenden Ideen, aber die kommen eben heutzutage nicht automatisch aus einer kleinen Story, die zum TV-Film führt, sondern häufig aus einem technologischen Insight. Und deswegen muss sie sich ändern, muss sich laufend ändern und wird nie wieder so fertig sein, wie das vielleicht vor 20 Jahren mal war. Jetzt haben Sie auf vielen großen globalen Marken gearbeitet, unter anderem auch Audi. Wie digital muss so eine Marke heute wie Audi sein oder auch wie BMW oder andere? Also die Herausforderung ist ja riesig im Grunde genommen. Martin Winterkorn, der CEO der Volkswagen-Gruppe, hat neulich in einer internen Führungskräftekonferenz erstmalig Google und Apple als die großen Wettbewerber bezeichnet. Das zeigt ganz deutlich, dass in der Autoindustrie ein hoher Respekt davor da ist, dass das Thema Daten in Zukunft einen wesentlichen Anteil haben wird. Google treibt mit dem autonomen Fahren eine Technologie voran, die vordergründig dazu dienen soll, dass keine Menschen mehr sterben, aber natürlich auch den angenehmen Effekt hat, dass die Menschen auf einmal wieder Zeit haben, mehr Google-Produkte zu benutzen. Das heißt, digital wird zum absoluten Treiber für Innovation im Automobilbereich und wird mittlerweile mit Sicherheit genauso ernst genommen wie die Entwicklung von neuen Motoren oder Bremsen. Wenn jemand wie Sie sein ganzes Leben an, mit oder für Marken arbeitet, was sind so die drei Lieblingsmarken, ohne die Sie nicht könnten? Also ich kann sagen, welches meine zwei Lieblingsmarken sind. Das sind in der Tat Audi und Apple. Bei der dritten müsste ich wahrscheinlich THJNK. Good choice. Warum Audi und Apple? Ich habe wirklich, als ich das erste Mal in der Situation war, mir ein Auto aussuchen zu dürfen als junger Unternehmensberater, Geschäftsauto, habe ich mir ein Audi 80 Avant, so hieß der früher, ausgesucht und das war absolut mein Traumauto und seitdem bin ich Audi-Fan. Ich mag, wie die Marke Technologie, Design miteinander verbindet und sich auch Themen stellt, wie sie heute wichtig sind und auch wenn viele immer sagen, Vorsprung durch Technik ist heute nicht mehr nur Audi, sondern sind auch andere, glaube ich immer, dass die Marke eine unfassbare Kraft hat. Bei Apple ist die Geschichte ähnlich. Ich habe als junger Praktikant, 23 Jahre alt, das ist schon weit im letzten Jahrtausend, irgendwann auf den Tisch gestellt bekommen, ja, den Würfel, den legendären. Seitdem ist das einfach meine Marke. Ich liebe das Design, ich liebe das Interface, wie man damit arbeitet. Ich liebe, wie die Geräte miteinander kommunizieren, wie wenig Viren ich bekomme. Und mag auch in der Tat den charismatischen Gründer. Ich weiß nicht, ob ich für so jemanden hätte arbeiten können, aber ich finde unfassbar, was der Mann geschafft hat. Die Marke hat eine ganz klare Haltung, genauso wie Audi. Bei Audi ist es dieser Wille nach Vorsprung. Bei Apple steht immer noch dieses Think Different drin. Die versuchen immer wieder neue Blickweisen auf Produktkategorien, die eigentlich schon eine klare Funktionsweise haben, aufzusetzen und zu brechen. Von daher sind das vielleicht langweilig, aber sind wirklich die beiden Marken, die mich am meisten faszinieren.
Apple ja eine der großen, starken US-Marken. Sie haben vor kurzer Zeit ja auch in New York ein Büro eröffnet. Die Frage mag naiv klingen, aber warum eröffnen Sie gerade jetzt in den USA ein Büro? Sind das Kunden, die da warten oder schon dort sind? Oder gibt es da andere Motivationen? Wir haben in Agenturen eigentlich nur ein Asset, das sind unsere Leute. Und der Wettbewerb um diese Leute ist nicht mehr so einfach wie früher. Heute kommen Firmen wie Google, Facebook, Twitter, die auch Agenturleute wollen. Immer mehr Kunden stellen sich auch Kommunikationsfachleute ein. Und um diese Menschen langfristig an Agenturen zu binden, muss man sich neue Dinge einfallen lassen. In diesem Fall kam der Impuls, nach New York zu gehen, wirklich von zwei unserer besten Mitarbeiter, die uns irgendwann gesagt haben, Mensch, wir würden so gerne noch ganz, ganz lange bei Think arbeiten, aber wir würden so gerne auch nochmal in New York arbeiten. Meint ihr, da geht was? Und da wussten wir, das wird teuer und das wird schwierig. Und die hatten einfach eine smarte Idee. Die haben gesagt, die Bild-Zeitung hat die Nachtredaktion in L.A. sitzen, der Spiegel in Sydney, die Nachtredaktion von Think sitzt in New York. Hatten einen wirklich tollen Businessplan. Wir sind jetzt seit 4 Monaten da. Ich bin im Moment einmal im Vierteljahr, also das ist mein Plan, dort zu sein. War im Juli 2 Wochen dort, wird jetzt Ende Oktober dort sein. Und die haben das einfach mit einem unfassbaren Einsatz, Leidenschaft und schon tollen Ergebnissen zurückgezahlt. Und natürlich hat es den Effekt, dass unsere Kunden auf einmal sehen, okay, die Firma Think orientiert sich international, versucht diese Kreativität dort aufzusaugen. Aber die ehrliche und wahre Geschichte ist zunächst, wir haben uns dort versucht, dem Wunsch unserer Mitarbeiter zu folgen. Jetzt haben Sie mit Think, ich glaube gar nicht mal persönlich Sie selbst, sondern mit der Agentur, das Projekt .hiv gestartet. Warum, fragt man sich, gab es sowas nicht vorher? Auch hier wieder, wir haben unseren Mitarbeitern immer gesagt, beim Thema digital werdet ihr am Anfang nicht die Aufträge haben, die wir vielleicht in den klassischen Disziplinen haben, sucht euch eigene Aufgaben. Und da kam dann irgendwann die Idee, mit .hiv eine eigene Top-Level-Domain zu akquirieren. Das war in den letzten 5,5 Jahren schon auch mein Projekt, wo ich sehr, sehr viel Herzblut reingesteckt habe. Warum es die Idee noch nicht vorher gab, ist einfach, weil der Vertrieb oder die Vergabe von Top-Level-Domains eine Sache der ICANN war und es war einfach nicht möglich, Top-Level-Domains zu kaufen. Jetzt ging das vor gut 2 Jahren. Konnte man einen Antrag stellen und es sind ja viele neue, sowas wie Punkt Hamburg, Punkt Berlin dazugekommen und da sind wir mit .hiv, sind wir die weltweit einzige Top-Level-Domain mit einem sozialen Hintergrund, hat in der Agentur unfassbar viel Kreativität ausgelöst und so ein Geschäftsmodell mal selber aufzusetzen, das war eine fantastische Erfahrung. Was tun Sie am liebsten, wenn Sie frei haben? Ich könnte mir vorstellen, Sie unterscheiden gar nicht zwischen frei und Arbeit, aber wenn Sie bewusst frei haben, was tun Sie dann? Ja, ich bin doch jemand, der gerne unterscheidet. Klar gibt es Situationen, wo man im Urlaub auch mal an seinem Gerät hängt. Ich habe die schönsten Erfahrungen gemacht, wenn ich im Urlaub mal 2 Wochen das Ding echt ausmache und es überhaupt nicht benutze, dass man wirklich mal runterkommt. Also von daher bin ich ein großer Fan von Freizeit auch außerhalb Smartphone-Reichweite. Was mache ich gerne? Ich singe gerne, ich spiele Hockey, ich surfe gerne, laufe gerne Ski, bin in der Natur, mache viel mit meiner Familie und Freunden, also das, was man so macht. Aber es gibt noch eine analoge Welt, das ist ja super. Ja? Welche Kampagne der letzten 3 Monate hat Sie wirklich beeindruckt? Die ist vielleicht ein bisschen älter als 3 Monate. Ich kann sagen, ich habe sie vor 3 Monaten das erste Mal gesehen. Was mich am meisten beeindruckt hat, und das ist auch ein Unternehmen, was mich in den letzten Jahren mehrfach beeindruckt hat, weil es immer das Image hatte, oldschool zu sein, Procter & Gamble, wo so die Marketing-Philosophie und Lehre, ich würde mal sagen, der 80er, 90er Jahre entstanden ist. Und die Kampagne Like a Girl von Always ist für mich eine ganz, ganz fantastische Arbeit. Ein totales, zumindest aus Männersicht, ein totales Low-Interest-Produkt, wie eine Damenbinde mit einer Seele zu verbinden, zu sagen, wofür ist die Marke da, wofür steht sie, um jungen Frauen Selbstbewusstsein zu geben, ist in der Like a Girl-Kampagne sensational. Es geht dabei darum, dass junge Mädchen gefilmt worden sind und gefragt, und auch junge, also Jungs und Männer, sie sollen mal so laufen wie ein Mädchen. Und dann stehen die vor der Kamera und laufen so und sie sollen mal werfen wie ein Mädchen und machen so. Und dann wurden dann junge Mädchen, ganz junge Mädchen vor die Kamera geholt und sie wurden gefragt, lauf mal wie ein Mädchen. Und die laufen dann natürlich ganz normal, wie sie eben laufen. Und dann werden die am Anfang gefragt, werden gefragt, wieso ist eigentlich wie ein Mädchen so ein Schimpfwort für dich? Und die Kampagne fragt, seit wann oder in welchem Alter fangen Menschen an, wie ein Mädchen als Schimpfwort zu benutzen? Und das Ziel der Kampagne ist eben, wie ein Mädchen zu einem, Hashtag like a girl, zu einem
zu einem Kraftausdruck für die jungen Frauen zu machen. Unfassbar gut exekutiert, sehr integriert. Das ist die Kampagne, die mich am meisten fasziniert. Zwei Fragen noch. Technologie oder Kreation? Oder Technologie vor Kreation? Richtig oder falsch? Ich habe vor einem halben Jahr mal bei einer Konferenz einen tollen Vortrag von Gary Vaynerchuk gehört, der sagte, es seine große Mission, seine große Aufgabe ist, er hat selber eine Agentur, es ist das Team Heart und das Team Brain zusammenzubringen, sodass die gut miteinander spielen. Es gibt für mich kein eins ist vorne, eins ist hinten. Beides ist wichtig und wenn man es schafft in einer Firma, egal ob es eine Agentur ist oder eine Marke ist, Team Heart und Team Brain so miteinander zusammenzubringen, dass sie miteinander und nicht gegeneinander arbeiten, dann hat man eine gute Chance, etwas Großartiges hinzubekommen. Gibt es da draußen eine Marke, für die Sie schon immer mal arbeiten wollten, aber es hat warum auch immer noch nicht geklappt? Ja, also ich würde gerne für Apple arbeiten, ich würde gerne für Adidas arbeiten. Es gibt da draußen noch einige Marken, für die ich noch nicht gearbeitet habe. Und von daher habe ich auch Lust, den Job, den ich mache, noch ein paar Jahre zu machen. Dann drücken wir die Daumen für die zwei und viele andere weitere. Vielen Dank, dass Sie da waren, sich die Zeit genommen haben. Viel Erfolg noch auf der DMEXCO und natürlich auch in New York mit allen anderen Themen. Toi, toi, toi. Vielen Dank.